Zurück bei Anruf dem Pressetalk und Herr Volz hat das Wort. Der Regierungssprecher hat den Begriff Hetzjagd benutzt, das ist richtig. Als Behördenleiter würde ich dann erstmal den Regierungssprecher anrufen und mit ihm reden. Herr Maaßen hat sich dann an die Bild-Zeitung gewandt. Gut. Das stimmt. Ja, und hat die Authentizität dieses Videos angezweifelt. Ich finde es bedenklich, wenn Wahrheit sich erklären muss, dass sie Wahrheit ist. Und das ist das Problem. Er hat dann anschließend, wie gesagt, ich wiederhole mich, in der Innenausschusssitzung etwas ganz anderes gesagt. Und er hat damit auch die öffentliche Diskussion beeinflusst. Ich halte das für verwerflich, was er gemacht hat. Aber da müsste doch eigentlich, Herr Wahrlich, was dran sein an dem, was die SPD oder zumindest Teile der SPD, insbesondere Juso-Vorsitzende Kühnert, fordert. Herr Maaßen muss zurücktreten oder muss abgelöst werden, wie auch immer man das nennt. Ja, die SPD braucht ja einen Erfolg. Diese Diskussion hat sich ja verselbstständigt. Die ist ja jenseits von Begrifflichkeiten oder was hat der Mann gemacht oder hat er irgendwann mal was gemacht, sondern die SPD braucht innerparteilich einen Erfolg. Wie dieser Erfolg, wir kriegen Maaßen zur Strecke, wie dieser Erfolg dann in der Wählerschaft aufgenommen wird, vor allem in Bayern und in Hessen, steht auf einem ganz anderen Papier. Und ich glaube, so ein Papier ist die SPD gar nicht mehr in der Lage zu überblicken. Wir erleben hier Binnendiskussionen in der politischen Blase, ohne zu reflektieren, was passiert außerhalb damit. Was halten die Leute, die Wähler, die Bürger von der SPD, die in Form von dem kleinen Kevin Kühnert sich als völlig losgelöst aufführen kann? Aber es ist natürlich auch schon die SPD-Vorsitzende selber, die jetzt Hetzjagd auf Maaßen betreibt, die politische Hetzjagd. Ich glaube, es gibt wenig Verständnis dafür bei den meisten Bürgern. Man kann jetzt über Herrn Maaßen lange diskutieren. Am Ende hat sich kommunikativ äußerst ungeschickt verhalten, diese Meinung teile ich auch. In der Sache, glaube ich, hat er recht, aber auch kommunikative Ungeschicklichkeit beim Spitzenbeamten, wenn er zwischen die Fronten der Kanzlerin, des Innenministers und der SPD-Fraktions- und Parteivorsitzenden gerät, kann schon mal reichen, dass man dann den politischen Heldentod stirbt. Ja, aber das ist ja nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass diese Koalition jetzt, Sie haben es eben erzählt, vor dem Sommer fast zu Ende war. Wir sind aus den Ferien zurück und es geht gleich so weiter. Und man fragt sich natürlich wirklich, wie soll das gehen? Also sie ist ein paar Monate erst im Amt und es wird schon wieder über das Ende gehen. Bleiben wir doch bei dem Thema. Sie ist ein paar Monate erst im Amt und es scheint, dass sie ein paar Monate auch schon wieder aus dem Amt ist. Es sieht zumindest so aus in diesen Tagen. Diese Koalition funktioniert nicht. Und natürlich wird jetzt versucht, das Problem immer bei anderen zu suchen, nicht bei sich selber. Die SPD ist natürlich wie in den vorangegangenen Großen Koalitionen in der misslichen Lage, dass sie Gesetze auf den Weg bringt, für die sie dann keinen Beifall und keinen Lohn bekommt. Wie wir ja aus den Umfragen wissen, verharrt sie auf einem sehr niedrigen Stand. Wird mal 17, glaube ich, ist der aktuelle Stand. Überholt 17, 18. von der AfD, dann ist sie mal wieder ein bisschen vorne dran. Das macht höchst nervös und ich habe mich gewundert, weil die SPD ja nicht sonderlich risikofreudig ist, dass sie jetzt im Falle Maaßen so voranschreitet und Forderungen stellt, die ja tatsächlich im Endeffekt auch dazu führen könnten, dass diese Koalition platzt. Aber da will ich mal einhaken und korrigieren. Sie haben ja gesagt, von den Forderungen der SPD meldet sich keiner, sondern nur, wie Sie es wörtlich gesagt haben, der kleine Kühnert. Ja. Ja, und ob der redet oder nicht, das war ja Ihre Schlussfolgerung, ist eigentlich egal. Ja. Ja, aber das wollte ich nur mal eingeschoben haben. Na, es gab schon ein paar andere. Ja. Die Frau Dreyer aus Rheinland-Pfalz hat sich sehr, sehr deutlich geäußert und man darf nicht vergessen, die SPD hat ihre Mitglieder abstimmen lassen über die Große Koalition. Und ein Drittel war dagegen. Und die sind natürlich nicht weg, sondern die sind immer noch da. Und wenn wir uns daran erinnern, an den Parteitag, der vorangegangen war in Bonn, wo sozusagen die Delegierten, die mittlere Funktionärsschicht zusammensaß, dann waren sogar 40% dagegen. Obwohl damals alle aus der SPD-Spitze auf die Delegierten eingeredet haben, doch Vernunft walten zu lassen und diese Regierung ins Amt zu wählen. Also es gibt einen erheblichen Widerstand in der SPD gegen diese Regierung. Das darf man einfach nicht vergessen, auch bei dieser ganzen Auseinandersetzung. Die Frage ist nur, was passiert, wenn diese Regierung zu Ende ist und wir Neuwahlen haben? Ja, macht es die SPD besser? Was passiert? Glaube ich nicht. Es könnte ja sein, dass irgendeiner durchknallt.
Noch mehr. Erstmal wird diese Krise wieder irgendwie beigelegt und wir unterhalten uns beim nächsten Mal über die nächste Krise. Dann haben wir ja wichtige Wahlen in Bayern und in Hessen. In Hessen ein Thorsten Schäfer-Gümbel, eigentlich war er mal Hoffnungsträger in der SPD und der müht sich so redlich in Hessen. Ich komme ja ursprünglich aus Hessen und bekomme das mit, da denke ich, was für eine Arbeit, wie fleißig der ist und wie wenig wird er eigentlich gehört. Darin geht's. In Bayern ist die SPD 11%, 10% sagte der letzte Bayern-Trend, also eine Umfrage der... Die SPD-Kandidatin Kohn, weitgehend unbekannt, wie ich gerade der ARD gestern oder vorgestern nehmen konnte. Sie ist im Münchner Stadtbild und ist sie präsent auf Plakaten, die sehen großartig aus, sie erinnern so an Filmplakate der 50er Jahre, eine sehr schöne Natascha Kohn, aber die SPD hat Schwierigkeiten. Was passiert, wenn es nicht für eine große Koalition in Bayern reicht, wenn es nicht für eine große Koalition in Hessen reicht, dann gucken die, wo sie die ganze Zeit hingucken, in Abgrund und sie merken, dass sie in Abgrund gucken. Die merken das. Und dann stehen Wahlen in den neuen, nicht mehr ganz so neuen Ländern an. Jetzt haben Sie mit Ihren guten, schönen Äußerungen, aber die Frage, die ich gestellt hatte, weitgehend so in eine Wolke gehüllt. Bin ich fast wie Politiker. Wie lange diese Koalition denn noch hält? Wenn es angenommen, es geht am Dienstag übermorgen schief und die einigen sich nicht. Dann haben wir eine Minderheitenregierung für eine Zeit lang. Aber dann kommen wir auch auf die Frage, Kollege Volz sagte, der Seehofer ist der Problembär in der Koalition. Vielleicht gibt es noch über Seehofer jemand, der ein Problem ist. Und da wären wir nämlich bei der Kanzlerin. Was würde passieren, wenn Merkel nicht mehr da wäre, wären da einige Probleme gelöst. Wir sehen es ja, dass eine Lösung innerhalb der Unionsfraktion bald zumindest angeboten wird. Dass Kauder, der treue Fahrensmann, der tapfere Knappe von Angela Merkel, just name it, dass der nicht mehr lange wahrscheinlich Fraktionschef sein wird. Kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ich will noch mal auf Merkel kommen. Ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt. Die Frau Merkel saß da cool, fast wie ein Kühlschrank. Ich glaube, der Spiegel hat sie auch so benannt. Mhm. Hat die überhaupt keine Emotionen, die Frau? Ich hatte das Gefühl, die findet nicht die richtigen Worte. Ja, ich habe das auch beobachtet bei dieser Generaldebatte und Es gab ja eine Zeit, da hat man die Kanzlerin dafür bewundert, dass sie sehr nüchtern ist. Man hat sie nicht geliebt, man hat sie respektiert für diese Nüchternheit der Physikerin. Aber seit es die Flüchtlingskrise gibt, schafft sie es nicht, was sie auch noch nie geschafft hat, die Emotionen der Menschen zu berühren. Sie wirkt kalt. Und das wird ihr wohl auch noch ein sehr großes Problem werden, denn das spürt ja die Fraktion auch. Warum gibt es einen Gegenkandidaten zu Kauder? Es bröckelt. Und es bauen sich Leute auf in ihrem Umfeld, die sie beerben möchten. Und gut, es wird ständig von der Kanzlerin Dämmerung geschrieben. So wie Trump ständig vor dem Impeachment steht. Wir haben das schon sehr lange gehört. Ich glaube, diesmal ist es wirklich so weit. Die CDU wird diese Frau nicht mehr aufstellen als Kanzlerkandidatin. Und vielleicht ist es auch gut so. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube schon, dass mir hat Frau Merkel übrigens bei dieser Generaldebatte gut gefallen. Diese ruhige, besonnene Art, klare Worte hat sie gefunden, aber das eben nicht in Lautstärke und Empörung vorgetragen. Ich fand auch die Intervention von Herrn Schulz gut bis zum Schluss. Wenn er den letzten Satz weggelassen hätte, indem er dann Herrn Gauland zitierte mit seinem Vogelschiss und er das sozusagen dann ausgewalzt hat, ich will das ja Appetitlichkeit halber jetzt nicht tun, aber er hat sich damit auf ein Niveau heruntergelassen, was er eigentlich nicht nötig hat. Und seine Rede war gut, war emotional. Man kann auch emotional diskutieren, sollte man auch tun. Das ist ein Stilmittel.
Das andere ist, ruhig zu bleiben und sachlich zu bleiben, was auch viele Menschen schätzen. Und ich denke, dass die Kanzlerin das so macht, das liegt ihr auch näher, da ist sie authentisch. Mir gefällt sie in dieser Rolle auch, aber ich gebe zu, dass man auch sagen kann, das kommt jetzt kühl rüber, unbeteiligt und so weiter. Das ist auch eine Wertungsfrage. So, diese Regierung, natürlich bröckelt die Macht der Kanzlerin im 13. Regierungsjahr. Das ist zu spüren. Aber so eine Regierung ist nicht so schnell zu Ende. Und Minderheitenregierung glaube ich auch nicht. Wenn die SPD aus dieser Regierung ausscheidet, kann ich mir gut vorstellen, dass dann nochmal über die Neuauflage von Jamaika geredet wird. Weil der Kanzler wird aus der Mitte des Bundestages gewählt. Man muss auch nicht unbedingt Neuwahlen dann anstreben. So, wenn sich dann eine regierungsfähige Mehrheit zusammenfindet in Gestalt der Jamaika-Koalition, dann mag das so sein. Und wenn wir auf die Landtagswahlen gucken, bin ich mir relativ sicher, dass nach Lage der Dinge in Hessen auch eine Jamaika-Koalition im Amt kommen wird. Für Schwarz-Grün fehlt die Mehrheit. Die FDP ist bereit dazu. Bouffier, der Ministerpräsident der CDU in Hessen, möchte nicht mit der SPD eine große Koalition bilden, aus guten Gründen. Er brauchte nur nach Berlin zu schauen. So, und in Bayern wissen wir auch, dass die Alleinherrschaft der CSU zu Ende geht. Also auch da wird eine Koalition gebraucht, mutmaßlich auch eine mit der FDP oder den Freien Wählern oder den Grünen. Also es könnte sich so weit drehen, dass wir eine andere Konstellation kriegen und im Bundestag plötzlich Jamaika auch eine Mehrheit findet unter sich. Aber wenn wir das wäre ja ein Putsch. Na, Merkel lässt sich nicht wegputschen. Ich glaube, sie wird irgendwann mal selbst das Licht ausmachen. Aber wir reden ja so angestrengt darüber und denken, warum kommt das denn so weit? Können die nicht richtig regieren? Können die nicht, wenn die Migrationspolitik die Mutter aller Probleme ist, kann man da nicht Dinge lösen? Kann man nicht die Frage wenigstens mal angehen, wem gehört dieser Kontinent? Gehört dieser Kontinent Europa jedem, der es schafft, an die Ufer dieses Kontinents zu kommen? Wie gehen wir mit den Gemeinplätzen in Deutschland um? Gemeinplatz ist, wem gehören die Sozialversicherungen? Wird da partizipiert da jeder dran? Wem gehört die Rente, dass das wenigstens diskutiert wird? Die Fragen beantworten wir und diskutieren wir in der nächsten Runde, unserer letzten Runde, in Andruck, dem Pressetalk. Bleiben Sie dran und da finden wir bestimmt auch eine Antwort. Ganz sicher, wenn ich so in die Gesichter meiner drei Diskutanten gucke. Bis gleich.